Aber schon ganz spannend, dass auch so einfache Zeichensprache quasi durchaus helfen kann. Oder manche Laute halt, die so, die irgendwie nach was klingen. Betrachtet die Beschädigung. Aha. Ja, ist kaputt. Ist nicht weiter von Interesse. Die Frage ist, wir können nach draußen. Also es ist keine Frage, es ist eine Aussage, aber die Frage ist, was machen wir? Außer nach draußen gehen vielleicht. Und die Tür hat eine komische Form. Ah, macht ja nichts. Ah, okay. Ich hatte einmal ganz kurz beim Rumpel reingeschaut und da habe ich diesen Screen hier schon gesehen, aber mehr auch nicht. Allerdings war Nathan auch schon hier. Also mehr habe ich noch nicht gesehen, deswegen keine Ahnung, was hier passiert. Betrachte Kabel. Miss Shyla? Nimm das Kabel. Das scheint festgefroren zu sein. Und er hat komische Zähne. Wenn man die von hier aus sehen kann. Ja, ist ja gut. Hier, Ventilator. Oh. Oh, weiß ich auch nicht. Können wir nichts mitmachen, okay. Ansonsten seine ganzen Sachen helfen, also die ganze Sprache hilft uns nicht wirklich weiter, aber na, so ein paar, manchmal kann man sich halt denken, was er sagt. Schrott. Was macht der denn da? Erstmal furzen und dann riechen dran, ne? Okay, Schrott ist unbrauchbar, der Kollege. Ja, ist ein Vogel. Ärgere den Pinguin. es wurden keine Tiere verletzt. Das Geräusch ist einfach doof. So, ich weiß, wie ich den Rest der Folge füllen werde. Hallo. Oh. Na, wie ist's? Hallo. So, genug der Albernheiten. Ich finde das super. Das finde ich immer gut, wenn sowas in Spielen drin ist. Vor allem, der wehrt sich überhaupt nicht. Der scheint aber auch nicht so der Intelligenzbolzen zu sein. Wobei seine großen, verschiedenen großen, voneinander wegzeigenden Augen auch nicht so jetzt das Schönheitsideal sind. Aber coole Mimik. Kiste. Wie? Ah. Ist da Werkzeug drinne? Sein Inventar, ne, hier, Mund. Strohhalm, was soll ich denn mit einem Strohhalm? Haben wir nur noch was? Nee. Eigentlich cool gemacht, dass man auch ohne Sprache hier das verstehen kann. Also Großteil halt. Nicht alles natürlich, aber man kann sich halt vieles denken. Sondern so nach Mustern halt. Zum Beispiel heißt das, dass das kaputt ist. Haben wir ja schon gesehen, der Generator ist kaputt. Ja. Wir können noch weiter. Eisfläche. Ja, das ist so ein Windschutz ist das hier. Aber wo kommt der ganze Schrott her? Hier überhaupt die ganze Anlage. Schön. Yeti-Höhle. Au. Oh. Ulus ist wahrscheinlich der Koch hier. Zumindest der Mütze nachzuurteilen. Und der Angelstelle. Die Schürze ist auch ganz cool. Was ist da denn los? Ist das eine Frau? Oh. Erstmal reden. Hallo, Retter. Mams, Fatz. Ja, Mams, Fatz, ne? Was sag ich mal? Hallo, Retter. Okay, er gibt uns also nichts zu essen, beziehungsweise hat er selber nichts. Nee. Mams, Fatz. Er hat selber Hunger wahrscheinlich. Das doch. Pff, weiß ich auch nicht.
Ist doch keine Frau. Kann man da auch draufhauen? Nee. Ah, die machen Liegestütze. Warum? Erinnert an die Pinguine von Animationsfilm Madagaskar. So rein von der Interaktion her. Kiste. Natürlich, die Frau ist egal. Ja? Nein, 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 das ist nichts für liebe Tierchen. Das ist böses Menschenzeug und ich brauche es für meinen Protest. Hm? Keine Angst, die Kiste ist biologisch abbaubar. Sie kann dir nichts tun. Genau, das denke ich auch. Ja, ich sag doch, Zeichensprache, super. Kiste. Okay, Frau, hallo. Oh, hallo, mein kleines Kerlchen. Du musst dich nicht mehr fürchten. Petra ist hier und sie liebt alle Tiere. Auch die hässlichen. Oh Gott. Nee, nee. Also, das ist so eine... Ja, ich glaube, die fühlt sich als... Also, die fühlt sich beauftragt, die Welt zu retten, glaube ich. Hallo, Petra. Na, mein kleiner Freund, willst du mit mir die Pinguine beobachten? Wenn ihr Tiere doch nur für euch selber sprechen könntet, dann müssten ich und meine Mitstreiter das nicht tun. Tiere führen keine Kriege, sie lügen nicht und sie würden sich niemals über jemanden lustig machen, nur weil sie gerne Pullover strickt. Oh, du hast recht. Wir Menschen sind immer so laut. Lass uns der Stille der Natur lauschen. Ja. Ist die Frage, was kann man mit ihr anstellen, also außer sie zum Mond schießen? Nochmal reden bringt er was? Nö. Nö, er hat ja selber keinen Bock mehr zu. Wir brauchen also irgendeinen Grund. So, Steinkopf. Was macht der denn hier? Ich glaube, er kann sich das auch nicht so ganz erklären, wo der herkommt. Ja, kann man auch sonst nichts mitmachen. Ist schön. Ich finde aber nett, dass die Sachen immer ausgegraut werden, beziehungsweise halt nicht mehr anklickbar sind, wenn sie denn auch nicht mehr benutzbar sein sollen, also wenn dann nichts mehr mit zu machen ist. Finde ich gut. Gerade jetzt, wo wir hier keine Hotspot-Anzeige haben. Yeti-Höhle, ich gehe da einfach mal hin. Ich meine, Strohhalm, ja, ist nett und so, aber, ne? Was machen wir damit? Ist das eine Klingel? Ja. Oh. Oh. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Holzscheite, Waage. Gong. Apparatur. Apparatur. Ah, Holzscheite. Das hilft weiter. Ja, wer weiß. Vielleicht sollen wir da mit dem Strohhalm Feuer drin machen oder so. Und Stroh und Zeugs. Apparatur. Ja, da geht es lang. Ist es eine Art Falle oder was? Das muss irgendwo rangebunden werden, ne? Die Schnur. Da draußen. Weil hier ist eine Umlenkrolle so ran. Hier ist die Umlenkrolle da. Das heißt, man muss eigentlich nach draußen gehen wahrscheinlich. Vermute ich mal. Oder so. Ja. Oder man macht das anders irgendwo fest. Er hat hin und her geschaukelt, das heißt, es ist eine Waage. Nimm die Waage. Nee, passt nicht. Okay, das passt doch. So eine große Waage, okay. Gut, wenn er meint. Ja, wir können uns jetzt hier umschauen, wie es aussieht. Hier ist erstmal eine freie Laufbahn. Hier, Rucksack, keiner guckt. Dass er immer alles immer in sich reinstopfen muss. Luftballon, ihr, vor allem wenn er den in sich mal aufblasen sollte, versehentlich, ne? Was dann? Wollknäuel, wieso noch keine Katze? Das schmeckt bestimmt pelzig. Können wir nicht kombinieren.
Lampenschirm. Das hat er schon mal gesagt. Schön. Ich glaube, falls wir uns später mal tarnen sollten oder so. Ja, Grom heißt also nicht mehr so ganz bei Sinnen, glaube ich. Und dass er vielleicht auch sogar der Yeti ist. Ich meine, der Yeti hat ja auch Rrrr gemacht, so ungefähr. Ich finde den Schneemann toll. Hätte ich ja gerne zu Hause. Oder eigentlich auch nicht. Steht nur rum und verstaubt. Äpfel im Netz. Das hat der andere auch schon mal gesagt. Rumsfatz. Kannst du nicht den Strohhalm nehmen oder so? Nee. Wolkneu? Nee. Lüftballon? Nee. Waage auch nicht. Mumsfatz. Mumsfatz, der. War das. Das. Hunger oder so? Irgendwas in der Art? Er hat zu kurze Arme. Weil der am Loch da, am Fischerloch, der hat ja auch Mumsfatz gesagt. Küchenmesser. Das ist sehr lautmalerisch. Aber Messer verschlucken? Ich weiß ja nicht. Sieht nicht besonders scharf aus, aber trotzdem. Zerschneide den Luftballon, warum sollte ich das machen? Nee, genau, denke ich mir auch. Noch was hier? Die Pfanne nicht. Kopf ohne Körper, das ist ein Kürbis. Der ist tot. Och man, ich dachte, können wir was damit machen. Kochtopf, Kochtopf, Kochtopf. Eine Welt für einen Kochtopf. Die Öllampe. Ja, die spendet Licht. Kommst du auch nicht ran? Kannst du da... Schneide Apfelnetz auf. Können wir machen. Mach ich das mal. Wie, du bist immer noch zu klein. Meine Herren, was, warum? Der kann ja gar nichts. Voltneu könnte man da rumschmeißen? Nee. Seltsames Ding. Also das Laserschwert. auch er weiß, dass das eigentlich ein Laserschwert ist. Ja, nimm. Also, ich will das mitnehmen. Ich will ein Laserschwert haben. Das Vieh mit Laserschwert, das wäre doch cool. Auch das ist Mumsfatz. Aber es ist. Da kann ich nichts mit machen. Schade. Ich dachte, wir hätten eben da draußen was mitnehmen können, damit wir quasi den eventuellen Fisch im Gegenzug zu etwas Essbarem anbieten können. Gefängnis. Da kann ich auch nichts machen. Ich muss. Also, es bleibt eigentlich ja wenig. Also, von der Lampe. Ein Lampenschirm und Äpfel im Netz. Das sind so die Sachen, die gerade mal hier vorhanden sind. Rucksack haben wir jetzt schon reingeschaut. Oder da ist noch mehr. Nö. Rucksack ist ausgegraut. Ist also auch nichts mehr. Holzscheite. Ja, Strohhalm, nein. Waage, nein. Luftballon, nein. Das auch nicht. Auch das Messer wird nicht helfen. Schnur ist da auch Quatsch. Wollknäuel. Das hilft alles nix. Auch Schnur nicht? Nee, nee, nee. Puh, ich glaube, hier drin können wir dann erstmal nix machen, oder? Ich gehe nochmal raus. Können wir irgendwas mit dem machen? Können wir den aufschneiden? Nee, will ich auch gar nicht. Wollknäuel, Luftballon. Nee. Nee. Kann man sie irgendwie irgendwas mitmachen? Wenn er will ja nicht. Die Pinguine können wir auch nicht beobachten. Das heißt, also nicht anklicken. Da sollte nichts sein. Die Kiste können wir auch nicht mehr benutzen. Es hängt alles nur an ihr jetzt. Gib Petra die Wolle. Oh, ist das nicht entzückend? Ach, wegen Stricken. Du möchtest mir etwas schenken, weil ich immer für euch da bin, oder? Das ist ja so lieb. Aber warte, du sollst auch etwas davon haben. Ich werde dir etwas stricken, ja? Immerhin hat sie Nadeln dabei.
Sonst, also ein Strohhalm hätte wahrscheinlich nicht ausgereicht. Aber es ist eigentlich klar, dass sie das kann. Ich frage mich, wie schnell sie ist. Sonst geht da nichts. Ich werde mal nach nebenan gehen. Vielleicht hat sich ja in der Zwischenzeit was erledigt dann bei ihr. Ist ja gerne mal so, dass wenn man einmal raus und einmal zurückgeht, dass dann irgendwas getriggert wird. Was können wir hier noch machen? Luftballon? Waage können wir auch nichts machen hier draußen. Strohhalm mit der Maschine auch nichts. Die können wir aber noch anwählen. Okay. Kiste. Ich meine, die soll ich durchsuchen, aber... ob da noch was drin ist? Nee. Aber warum können wir die weiterhin durchsuchen? Und warum müffelt er ständig an seinen Winden herum? Entschuldigung. Ja, da habe ich glaube ich gerade alles schon versucht, ne? Ihn aufzuwiegen oder zu, was ich. Was haben wir da? Nix. Nimm das Kabel. Ja, ich würde das Kabel gerne nehmen. Kann ich das... Zerschneide das Kabel. Da ist aber Strom drauf. Ich hab's dir gesagt. Kann man das nicht kombinieren? Zerschneide den Luftballon. Nee. Strohhalm. Ja gut, das können wir so nicht machen. Es ist interessant, vor allem... Wie sieht das aus? Ah. Wie lange brauchst du noch? Nicht lange. Beeile dich, mein Schatz. Der Hexenmeister kann jeden Augenblick eintreffen. Und sobald wir das Herz haben, will ich keine Minute länger hierbleiben als nötig. Waffe fertig? Ich werde jemandem wie Munkus keine Waffe geben. Er erhält ein anderes Gerät von mir. Das ist schon schlimm genug. Weiter, weiter! Das Zeitfenster schließt sich und du weißt, was das bedeutet. Aber was für eine Waffe denn? Und was für ein Hexenmeister? Und wer ist Munkus? Itok, den hatten wir. Itok, den hatten wir gerade noch gar nicht. Oder? Nee, ne? Ego-Fall. Ja, dreh dich um. Na, er ist beschäftigt. Förderband. Können wir da irgendwas mitmachen? Vielleicht eine Waage draufstellen oder so? Oder Luftballon? Nee. Können wir es aufschneiden? Nein. Alarm. Ding können wir auch. Ich meine, das ist alles ziemlich sinnlos. Schraube die Alarmleuchte los. Klar, sieht auch wie ein Schraubenzieher aus, so halbwegs. Beziehungsweise Schraubendreher. Können wir die jetzt nehmen? Oh, aber die wird doch jemand vermissen, glaube ich, oder? Alarmleuchte. Vor allem soll das komplette Ding einfach mal abgenommen.